Willkommen zu einem neuen Video. Es ist nun schon wieder einige Zeit her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Es ist aber auch in der Zwischenzeit ganz, ganz viel los gewesen. Ich war beispielsweise eine ganze Weile auch im Urlaub in Griechenland. Und ja, es war richtig warm dort. Und ich hatte eine ganze Menge zu tun mit der Sonne, die dort einfach jeden Tag richtig geschienen hat. Ich fand es total schön, weil es hier in Deutschland schon wieder ein bisschen grau war. Und dort war es halt noch einfach so warm, so sonnig und man konnte so viel baden gehen. Aber ich musste mich halt auch richtig viel einschmieren, jeden Tag wieder und teilweise eben auch mehrfach. Und ich habe halt trotzdem gemerkt, dass die Sonne irgendwie trotzdem durchkommt, weil es mir dann einfach nicht so gut ging, so ein bisschen schlecht war. Und ich hatte noch Probleme mit der Haut. Ich habe zum Beispiel dann eine Sonnencreme, die ich eigentlich letztes Jahr super vertragen habe, habe ich dieses Jahr nicht vertragen, überhaupt nicht. Mein ganzes Gesicht, das ist alles total rot geworden. Ich hatte nämlich extra nochmal mein Gesicht nachgecremt und das ganze Gesicht ist einfach so rot geworden. Und ich hatte schon riesen Schreck, dass ich da irgendwie einen Sonnenbrand eingefangen habe, aber es war wohl echt einfach eine Unverträglichkeit der Sonnencreme gegenüber. Ja, das hat sich wohl offenbar geändert vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ich fand es einfach nur total ärgerlich, weil ich extra im Flugzeug das Gepäck so gebucht hatte, dass ich das unten in den Flugzeugbauch reinpacken kann und halt nicht als Handgepäck nehme, damit ich halt eben diese ganzen Sonnencremes mitnehmen kann, weil die im Ausland teilweise ja bis zu 15 Euro ungefähr kosten, 30 Euro oder sowas, wenn es halt so eine 50er Sonnenschutzcreme ist. Naja, aber ich hatte Gott sei Dank auch noch andere Sonnencremes mit, weil ich so ein bisschen übervorsichtig war und halt auch Angst hatte, dass genau sowas passiert. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich da sehr kritisch war. Ich weiß nicht, ist das jemand von euch auch schon mal passiert? Also ich bin echt total baff gewesen. Ich hatte nämlich auch eine Sonnencreme, die habe ich letztes Jahr gar nicht gut vertragen. Die hatte ich auch nur für den Gesichtsbereich gekauft und das ist so eine ganz für empfindliche Haut gewesen. Und die hatte auch so eine leichte, ja, sie hatte tatsächlich so eine leichte Tönung drin, das war es vielleicht letztes Jahr. Und da ist meine Haut wirklich, es hat jetzt angefangen, sich so richtig abzupellen drunter. Und dieses Jahr habe ich genau diese Sonnencreme nochmal ausprobiert und ich habe die super vertragen. Ich konnte die jeden Tag in mein Gesicht schmieren und ich hatte auch keine Probleme mit der Sonnencreme. Es ist irgendwie ganz seltsam. Weiß ich nicht, ob das jemand von euch auch schon mal so ging, aber irgendwie, weiß ich nicht, ganz ehrlich, das ist so ein Phänomen, das verstehe ich irgendwie auch nicht so richtig. Da denkt man irgendwie einfach, man kann wieder was kaufen, was man letztes Jahr schon gekauft hat und bam, funktioniert halt irgendwie nicht. Oder das ist sogar dieselbe Sonnencreme noch vom letzten Jahr und es geht einfach nicht. Abgesehen vom Urlaub hat auch schon wieder die Uni angefangen jetzt. Es ist jetzt die erste Woche, die wieder vorbei ist. Ja, es ist irgendwie ganz, ganz viel Freiraum im Moment. Das genieße ich auch total und ich genieße das dann auch viel auch mal einfach mit anderen Kommilitonen zu unternehmen und dann eben zu sagen, ich schlafe früh mal ein bisschen aus. Genau, und das nutze ich sehr für mich, dass ich da so frei drüber verfügen kann und mache einfach Sachen, die mir Spaß machen. Ich gehe viel zum Sport, unternehme was mit Leuten, gehe vielleicht auch einfach mal ins Kino. Also das ist richtig schön im Moment. Ich finde es einfach ganz wichtig, solche Zeiten zu genießen und vor allen Dingen auch wahrzunehmen, dass es diese Zeiten gibt, weil vielen ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Die denken da gar nicht so drüber nach und die leben einfach so vor sich hin. Und ich finde das ganz cool, wenn man einfach sich das wirklich bewusst machen, sagt so, wow, jetzt ist mal eine Zeit, die einfach anders ist als die Zeit davor und die ich einfach viel intensiver für mich nutzen kann. Und ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges, wenn man irgendwie einfach so bewusst lebt, finde ich, dass man so einfach auch achtsam ist und kleine Dinge lernt für sich zu schätzen und für sich zu nutzen. Und dass es gar nicht irgendwas sehr, sehr Großes sein muss, sondern dass es wirklich reicht, wenn es einfach kleine Dinge sind und man die halt wirklich lernt für sich selbst wertzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch was, was mich jetzt einfach in der Uni oft weiterbringt, dass ich einfach viel, so kleine Dinge einfach mich so intensiv, sie so intensiv wahrnehmen kann und mich so, ja, die mich einfach so ein Stückchen weiter, weiß gar nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber es sind einfach Dinge, die mich, durch die es mir dann viel besser geht. Und das hält auch eine ganze Weile an, dass ich durch solche Sachen einfach positiver bin erstmal und die einfach mit mir trage so. Ich glaube, es ist halt auch einfach ganz wichtig, dass man so mit der Zeit lernt, einzuschätzen, was man wirklich braucht und was man nicht braucht und dass man sich gar nicht so abhängig macht von, es ist eine schwere Sache, aber es ist gut, wenn man für sich selber wirklich lernt, was brauche ich, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen und dass man sich manchmal auch gut von anderen abgrenzen kann, weil es ja oft so ist, dass so eine Art Gruppendynamik entsteht und viele dann sagen, naja, ich mache das, was eben auch der andere macht, ich gehe dahin, weil der andere dahin geht. Das ist zwar manchmal auch nicht unbedingt verkehrt, wenn man einfach mal jemanden hat, der einen so ein bisschen mitzieht, aber ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass man
lernt, auch mal zu sagen, nee, ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht. Auch wenn das alle anderen machen, brauche ich es eigentlich nicht. Und das ist zwar auch wieder so etwas, wo man ein bisschen gegen den Strom schwimmt und wo man sehr vorsichtig sein muss, weil es vielleicht auch dann dazu kommt, dass andere Leute das in den falschen Hals bekommen. Aber ich denke, das ist ganz gut, wenn man das bewusst macht und auch bewusst den anderen erklärt und sagt, naja, ich zum Beispiel fühle mich halt mit dem, was ihr alle macht, gar nicht so gut und habe meine eigene Lösung für bestimmte Dinge. Vielleicht jetzt ein bisschen verworren erklärt, aber ich hoffe, dass ihr so ein bisschen versteht, was ich damit meine. Das sind so die Dinge, die ich in dem Video heute erstmal kurz einfach anschneiden wollte. Und vielleicht habt ihr dafür noch ganz andere Ideen, Fragen, Anregungen auch, wie das bei euch mal war oder ob ihr da besonders drauf achtet. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da. Das wäre wirklich richtig cool. Ihr habt dort den Abo-Knopf unten. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video.